bin in einem 600-Seelendorf aufgewachsen. Ja, wir haben in der Natur gelebt, so waren Selbstversorger, hatten eigentlich alles, was du benötigst zum Leben. Es war alles sehr spartanisch, aber als Kind hatte man das Gefühl, man hat alles. Wir bewegten uns frei in den Wäldern, auf den Wiesen, in den Weizenfeldern, so alles, was dazugehört. Vorbilder ist vielleicht so ein Wort, das man manchmal so falsch interpretieren könnte für mich, wenn man sich zu fest an jemandem orientiert. Für mich waren es viele Wegweiser durch mein ganzes Leben. Also begonnen damals, als ich ganz klein war, wenn man so die großen Vorbilder gesehen hat. Ich erinnere mich so an die Fußballvorbilder der Kindheit, Diego Armando Maradona oder Pelé und dann hat man den nachgeeifert. Viele Menschen suchen, glaube ich, im Leben auch nach dem Weg oder nach der Berufung. Wofür ist man da? Was macht einen glücklich? Wofür brennt man? Und ich glaube, das ist kein Thema, das man mit dem Kopf erklären kann, sondern dem muss man folgen. Also es ist wichtig, eine Basis zu haben, um auf dieser Basis aufzubauen. Und diese Basis hat mich dann eben zu den Aufgaben geführt. Und ich glaube, wenn man eine gute Arbeit macht, wenn man gut mit Menschen umgeht, wenn man ja seine ganzen Fähigkeiten für die Aufgabe auch einsetzt, Menschen mitzieht, dann gehen wieder neue Türen auf. Ich habe das Glück, dass ich in einem Umfeld tätig sein darf, das ich von Kindsbeinen auf mir erträumt habe, einmal Profifußballer zu sein. Aber der zweite Teil, der ist noch viel länger und hat viele, viele spannende Aufgaben. So, man hat, wie ich gesagt habe, so eine persönliche Vision für sich und für das Leben, für sein persönliches Umfeld, für seine Familie, also für die Nächsten. Das ist ganz, ganz wichtig.